So süße Bilder. Und hier ist sie, Patricia Kelly. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich bin ein großer Fan von WDR. Das ist jetzt nicht so gesagt. Ah, ja. Das freut uns aber sehr. Ja, toll. Also du bist jederzeit herzlich willkommen. Danke. Schön, dass du jetzt gerade da bist. Und das trotz, ist das gebrochener Fuß oder Nein, verstaucht? Ich kann das nicht aussprechen. Knöchelnden Bandausriss oder sowas. Ich kann sowas, also so dieses Deutsche kann ich nicht aussprechen. Das ist in 3 Wochen wieder ab. Okay. Und dann hat der Arzt optimistisch gesagt, vielleicht in 2 Wochen später kann ich schon joggen. Da bin ich mal gespannt. Wow, oh, da komme ich hier angejoggt. Ja, aber es ist der Beweis, dass man nicht immer mit dem Handy rumlaufen muss, nein, dann die Treppen nein. runter und dann ist es nämlich passiert. Ne? Dann nie wieder, ich schwöre es dir. Ja, also das muss man sich ja mal selber auch ein bisschen hinter die Löffel schreiben, genau, muss man sagen. Genau. Wir haben gerade so viele schöne private Bilder gesehen in deinem neuen Album Unbreakable, in dem Video dazu. Warum so viel Privates jetzt? Wie kam es dazu? Also erstens, ich habe die Kinder komplett aus der Öffentlichkeit gehalten, bis sie so, ich denke, 14, 16 waren. Und dann kam einer von denen zu mir und sagt, Mama, schämst du dich eigentlich über uns? Du postest nie auf deine Social Media. Und dann habe ich gedacht, okay, die Zeit ist gekommen. Aber ich bin froh, dass sie ein ganz normales Kindheit hatten. Mhm. Und ja, die wussten gar nicht, dass ich irgendwie bekannt bin oder so. Und das habe ich irgendwie geschafft, da bin ich ganz stolz. Mhm. Warum jetzt? Die sind groß, 18 und 20. Und dieses Song Unbreakable habe ich für meinen Mann geschrieben. Das ist eine Hommage für unsere 20-jähriges Hochzeitstag. Ach, toll. Letztes Jahr. Unzerbrechlich ist das auf Deutsch übersetzt. Hier sehen wir auch diese wunderbare Familie. Eine Hommage, sagst du, einfach als Dankeschön? Oder als Dankeschön. Was ist auch so der, ja, Familie ist dir auch so wichtig. Was ist so das Besondere daran für dich? Ich kann wirklich ich sein. Ich kann mich zurücklehnen. Ich weiß, mein Husband has my back, wie sagt man, also der ist hinter Rückhalt. Mir. Rückhalt, egal was ich tue, ich muss mich nicht verstellen. Es gibt viel Harmonie zu Hause, also wir streiten uns auch natürlich, aber man muss sagen, es ist wirklich ein schönes Zuhause, eine tolle Familie und das tut mir gut. Mit meinen Geschwistern ist es nicht immer so. Nee, da kann man schon mal ein bisschen mehr streiten. Da streiten wir ganz viel. Oh Gott, vor ein paar Tagen noch mit einem Bruder. Sitzt noch in den Knochen. Mit welchem? Nee, das verrate ich nicht. Ach so, okay. Nein, nein, so viel Anstand muss sein. Ja, aber grundsätzlich versteht ihr euch schon ganz gut in der Familie? Doch, doch, doch. Aber mit den Geschwistern ist schon was anders. Nicht? Ja, kann man sich so reiben. So würde mein Mann nie streiten. Ja, hier sehen wir das ja auch. Du gehst ja auch mit einigen noch auf Tour. Ja. Hat man dazu einigen mehr Kontakt, zu anderen weniger? Wie sieht das so im Alltag aus mit den Kellys? Natürlich, also ich habe 11 Geschwister und natürlich verstehe ich mich mit einigen viel besser als mit anderen. Das wäre ja unnormal. Aber ich habe Kontakt zu allem und das ist mir auch wichtig. Mhm. Ich bin ein sehr, ja, ein großer Familienmensch und ich habe Schmerzen, wenn ich nicht zu jemand im Konflikt habe oder keinen Kontakt habe. War schon der Fall in der Vergangenheit. Und ich denke, so ein Minimalkontakt ist wichtig. Ist denn das auch so ein bisschen, jeder macht ja für euch, also ihr macht viel zusammen auch noch, nicht alle, aber einige Geschwister, aber jeder macht ja auch für sich ein bisschen Musik. Also die eine mehr, die andere weniger. Du bist super erfolgreich jetzt mit dem neuen Album. Ist da auch so ein bisschen Konkurrenz in der Familie? Ich denke, es wäre unnormal, wenn da nicht Konkurrenz ist. Alle Geschwister haben Konkurrenz. Aber ich nenne das gesunde Konkurrenz. Ja? Ich denke überhaupt, dass die Menschen, wenn die keine Konkurrenzgefühle hätten, wir würden keinen Drive haben. Deswegen, ich bin kein neidischer Mensch. Also ein Mensch mit Neid, wie sagt man, neidischer Mensch, ja, von Natur aus. Aber ich habe schon mal Gefühle von Neid. Aber ich kultiviere sie nicht. Und ich sage, wenn die hochkommen, denke ich, okay, dann musst du besser werden. So. Okay, ja, schön, das spornt dich also an. Das genau, ist doch gut. Genau, genau. Es ist natürlich jetzt gerade in dieser Corona-Zeit auch nicht so einfach mit Auftritten. Dein neues Album ist jetzt raus. Was ist da geplant? Kannst du überhaupt auf Tour gehen oder kannst du überhaupt mit deinem Fuß auftreten? Naja, gut, das ist in 3 Wochen vorbei. Mhm. Nicht? Also erstmal gehe ich auf große Tour nächstes Jahr. Da freue ich mich ganz Europa, also ganz Europa, ganz Germany, Switzerland, Austria. Und das sind die neue CD. Ich muss sowieso jetzt ganz viel Promotion machen. Ich bin jetzt unterwegs in diversen Fernsehauftritten, damit die Leute wissen, hey, ich habe neue Musik.
Und da bin ich schon beschäftigt und ich bin immer fleißig am Schreiben. Also ich bin Songwriterin und ich schreibe ständig. Das heißt, also mein Kalender ist voller, als ich überhaupt bewältigen kann. Und ich habe noch eine kleine Familie und einen Mann. Also das muss ja auch alles gemanagt werden. Sollte auch noch ein bisschen Zeit dafür, dafür Zeit bleiben. Dein Mann ist auch einfach, hast du schon gesagt, ein großer Rückhalt. Aber auch vor allem letztes Jahr war er eine große Stütze für dich. Letztes Jahr war ein schweres Jahr. Erzähl mal, was hat das so schwer gemacht? Ich hatte zwei Menschen, die mir sehr, sehr nah sind, sind gestorben. Also meine Schwester und aber auch eine meiner absolut engsten Freundinnen. Mhm. Und ja, beide sehr unerwartet. Und das war sehr, sehr schwer für mich. Und ich hatte auch gesundheitlich zu kämpfen. Ich hatte Corona. Ich war im Krankenhaus im Oktober. Und das war so irgendwie, weil normalerweise passieren so Schicksale und dann hat man Zeit, sich zu regenerieren. Aber das war so alle drei Monate gefüllt. Es gibt auch andere Dinge, die ich nicht in der Öffentlichkeit trage. Und das war alle drei Monate, komm, gib's mir besser, baff, das Nächste. Und dieses Rauf und Runter war für mich sehr schwer. Mhm. Aber dies Jahr wird alles besser. Das ist toll. So. Ja, also da muss man auch mal fragen, also zum zweiten Mal Corona erkrankt, ja. Obwohl du geimpft warst. Das hatte auch einen tatsächlich schweren Verlauf. Was hat dir Halt und Kraft gegeben in der Zeit? Ganz klar, meine Familie, meine kleine Familie, meine große Familie, meine enge Freunde und mein Glauben. Ich bin katholisch, praktizieren und das ist für mich als Iren sehr, sehr wichtig. Und da finde ich auch Halt in Momenten, wo ich verzweifelt bin. Ich war wirklich eine ganze Woche im Krankenhaus und das Viruslast war extrem hoch. Also die Ärzte haben mir ganz klar gesagt, wir wissen nicht, wo die Reise geht. Und das hat natürlich, obwohl du geimpft warst. Obwohl ich geimpft war, natürlich. Ich wusste mich übermorgen. Ich muss sagen, ich freue mich, weil ich habe überhaupt keine Lust, das nochmal durchzumachen. Mhm. Und ich bin dankbar, dass ich geimpft war, denn wie wäre sonst der Verlauf gewesen? Mhm. Also es war wirklich verdammt schwer. Ich habe eine Lungenentzündung gehabt. Erst vor 10 Tagen konnte ich wieder singen. Und das ist jetzt 3 Monate her. Wow. Ja, es hat lange gedauert. Mhm. Aber I'm back again. Sehr schön. Wir freuen uns wirklich sehr. Also man muss sagen, du bist ja wirklich so eine Stehauffrau. Ja, das stimmt. Auch wenn es manchmal schwer fällt. Und nochmal. Ja, aber es ist so toll, dich so strahlend zu sehen. Das finden auch unsere Zuschauer übrigens. Patricia Kelly ist eine tolle Frau, schreibt uns Helen. Oh Gott, Mutter und Musikerin. Gute Besserung und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank. Und wir haben auch sogar noch eine Frage bekommen zu deinem aktuellen Album. Was hat dich zu dem Song Venga Chica inspiriert? Ein tolles Album übrigens. Ein spanischer Song. Das ist ein sehr fröhlichen Tanz-Cha-Cha-Cha-Sound. Zum ersten Mal auf Spanisch und Englisch. Ganz ehrlich, man glaubt es nicht, aber das war für mich ein Motivationssong. Diesen Song habe ich geschrieben im Frühling, als es mir wirklich, wirklich sehr schwer, also schlecht ging. Und ich habe dann am Dienstag gesagt, nein, du stehst auf und du schreibst einen Song. Dann habe ich gesummt, meine Teams in London. Ich produziere hauptsächlich in London und Los Angeles und diesmal per Zoom, weil es nicht anders möglich war. Mhm. Und da habe ich gesagt, so, und Venga Chica auf Spanisch heißt, das ist meine erste Sprache. Ich bin in Spanien geboren, obwohl ich einen irischen Pass habe. Und es heißt so gut wie, komm, jetzt Mädchen, steh auf, jetzt steh auf. Und das ist Venga Chica, das ist so eine Motivation. Sprichst du zu Hause auch Spanisch? Also das war meine erste Sprache und ich spreche fließend Spanisch. Mit deinen Kindern auch? Nein, da spreche ich Englisch. Also die sind mit Englisch groß geworden. Und sie sprechen auch der eine 3 und der andere 4 Sprachen. Wow. Ja. Und dein Sohn Iggy hat ja auch ein bisschen an dem Album mitgewerkelt. Absolut. Zumindest an einem Song, Doll. Genau. Nicht nur, 4 Songs. Ja, ich habe 30 Demos die Plattenfirma gegeben. Und ich habe denen gesagt, sucht euch die 12 Favoriten. Und dann kam zurück und die wussten nicht, wer die geschrieben hat. Ich habe es bewusst gemacht. Mhm. Und dann kamen 4 Songs von Iggy und von mir. Wir haben gemeinsam geschrieben. Toll. Iggy ist 18. Mit 16 hat er einen Vertrag bekommen als Songwriter, als jüngster Songwriter in Deutschland. Und er schreibt für sehr, sehr renommierte Künstler mittlerweile. Also wow, ich hatte gehofft, er macht was Seriöses und studiert. Aber die Mama macht's doch aber, vor mit Ja, aber ich bin Musik. Straßenköter, ich hatte die Wahl nicht. Ja, aber er ist sehr klug, nein, er wollte Musik machen. Aber ist doch schön, wenn er die Mama als Vorbild hat, das ist doch toll. Da sehen wir auch noch ein Foto mit euch beiden. Sehr schön. Patricia, wir haben noch später ein bisschen mehr Zeit zu sprechen. Okay, danke erstmal für den Moment. Ich danke.
So süß, Patricia ist ja da. Wirklich eine ganz niedliche Familie. Und du hast uns schon verraten, dass du ja jahrelang deine Kinder komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten hast. Und jetzt diese süßen Aufnahmen, diese privaten Familienaufnahmen. Wie kam es dazu? Unbreakable ist ein Song, was ich für meinen Mann geschrieben habe. Und zwar ein großes Dankeschön, Hommage an unsere Liebe. 23 Jahre zusammen, 20 Jahre verheiratet letztes Jahr. Und da dachte ich so, daraus ist diese Familie entstanden, aus dieser Liebe. Und das passt jetzt. Wie könnte ich das visuell so machen, wie ich das beim Ton? Es muss ja passen auch. Mhm. Aber schönste Liebeserklärung für deinen Mann. Wie hat er so darauf reagiert, zu wissen, dass man einen eigenen Song bekommt von seiner Ehefrau? Er ist schon sehr stolz. Der ist dann schon sehr, sehr. Der ist immer so bescheiden, aber in dem Moment merkst du so die rote Backen. Und so. Der ist schon ganz happy. Mhm. Ja, der ist schon ganz happy. Und oh, thank you, sweetheart. Ach, schön. Ja, es ist sehr harmonisch bei euch zu Hause, doch, oder? Doch. Wir haben ja gerade eben über Ernährung gesprochen, dass viele auch wirklich mittlerweile zu immer mehr Proteinprodukten und sowas greifen. Wie wichtig ist dir Ernährung? Ich habe von meinen Eltern schon sehr, sehr, also sehr viel Bio bekommen. Wir haben noch vor 40 Jahren haben wir Biokörner geholt. Da haben die Nachbarn in Spanien gedacht, ey, das sind Drogen, was sie dann zu sich nehmen. Oder Vitamin C-Kapseln aus Amerika. Mein Onkel war ein total Gesundheitsfreak. Mhm. Und für uns war das total wichtig. Wir machen eigenes Brot. Mein Mann backt mit einer Backmaschine jeden Tag eigenes Brot. Heute Morgen gefrühstückt. Oh. Dinkelbrot. Die Kinder sind damit groß geworden. Nicht 100% alles Bio. Also wir haben gestern Abend eine Pizza gegessen, aber dann bewusst. Aber wir kochen sehr viel zu Hause. Mhm. Und es wird alles frisch und keine, also es ist alles, wir achten sehr auf die Ernährung. Mhm. Jetzt haben wir gerade auch ein schönes Foto gesehen mit deinen Jungs zusammen. Ihr seid auch wirklich eng verbunden. Also alle haben auch wirklich ein enges Verhältnis auch zu der Mama, ne? Ja, total. Ne? Wir haben einen sehr guten Bezug, sehr starken Bezug zu den Jungs. Und die kommen auch gerne zu Hause. Wie alt sind die jetzt? Wobei, ich muss sagen, 18 und 20. Als Alexander 16 war, ey, das war eine Katastrophe. Also, warum? Ja, das ist so ein, der müsste alles ausprobieren und Mädels und Partys, aber der hat sich so beruhigt. Jetzt studiert er BWL, ganz spieß, also wow. Also ist das schon so, bist du so eine strenge Mama? Oder lässt du auch irgendwie mal so ein bisschen locker? Ich bin streng in den wichtigen Dingen. Mir war wichtig, gewisse Werte rüberzubringen. Und dann habe ich geguckt, okay, man sagt in Englisch, pick your battles. Ja? Das heißt also, such dir deine Auseinandersetzungen. Nicht überall, sondern die wichtigen Dinge. Nicht lügen, nicht klauen, gut zu sich und anderen zu sein. Das waren so Werte, die mir wichtig waren. Selbstständigkeit, hart arbeiten, bescheiden bleiben, solche Werte. Mhm. Und dann, weißt du, wenn die irgendwas genascht haben oder so heimlich gesagt, komm, lass es jetzt sein. Oder die Wand gestrichen haben mit irgendwas, das ist nicht schlimm. Das klingt halt wie aus einer ganz normalen Familie, nur dass die Mama einfach eine bekannte Sängerin ist. War das jemals auch so eine Rolle bei euch zu Hause? Spielte das eine Rolle, dass du ja einfach eigentlich auch so ein Star bist? Nein, ich bin kein Star. Ich bin eine Künstlerin. Ich bezeichne mich selber als Künstlerin. Und insofern war das mir sehr, sehr wichtig. Ich hatte keine Fotos, als sie klein waren, keine Fotos von der Bühne oder irgendwas. Ja, Mama ist manchmal singen gegangen und die sind auch mitgekommen. Ja, dann hat sie halt gesungen, aber da war nichts von Star-Allüren oder irgendwas. Das ist bei uns gar nichts. Mir war das sehr wichtig, dass sie ganz normal groß werden. Und das, also ich fand das ganz toll. Der ältere Sohn vor 2 Tagen sagt, Mama, das war ganz gut, wie du das gemacht hast. Wir haben so ganz in der Natur immer gespielt und im Pfadfinder. Das war doch alles ganz gut. Ach schön, wenn man das jetzt so reflektiert bekommt. Ja, mit 20 dachte ich, wow, da war so ein bisschen Pipi in den Augen. Ja, toll. Über Alexander haben wir gerade gesprochen. Dein Sohn Iggy ist aber schon, geht schon auch so in deine Richtung, oder? Ja, total. Der hat so ein musikalisches Gen geerbt. Total. Er will Musik machen, er macht Musik. Er schreibt jetzt schon für sehr große Künstler in der Dance- und Pop-Szene. Hat für mich auch jetzt geschrieben. Alexander ist etwas ruhiger, der mag die Öffentlichkeit nicht so. Hier sehen wir den Iggy. Genau, das ist Iggy. Und Alexander macht Vintage, also der studiert BWL. Und nebenbei hat er einen Vintage-Store im Internet, also zweite Hand-Klamotten, nachhaltig. Mhm. Ups, das waren meine Krücken, glaube ich. da muss man mal gut mit umgehen. Genau, ja, die Patricia muss heile hier wieder aus dem Studio raus. Ach
Gott. Ja, also Nachhaltigkeit ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben auch ganz viele Fragen von unseren Zuschauern bekommen. Okay. Zum Beispiel, wir haben so schön viel von deinem Mann gehört und euren schönen 20-jährigen Hochzeitstag. Wie verbringt Patricia ihren Hochzeitstag so? Jedes Jahr wird was Besonderes gemacht, ja, obwohl wir einen Ausflug machen oder ein Restaurant oder. Also mein Mann ist schon sehr romantisch und das ist schon schön. Also es wird immer schön was Besonderes gemacht. Oder wir, ja, wir sind letztens zum Beispiel für unseren 20-Jährigen nach Venedig gefahren. Mhm. Also er hat mich überrascht und das war natürlich schon sehr schön. Ach toll. Ja. Unbreakable ist ein wunderschönes Album, schreibt uns Julia, das mich mal wieder sofort gepackt hat. Danke. Ich bin seit 25 Jahren Kelly-Fan und verfolge natürlich auch eure Solo-Projekte. Danke für diese wunderbare Musik. Hoffentlich begegnen wir uns einmal. Pass auf dich auf. Dankeschön, Schatz. Ich hoffe auch. Danke. Und so viel positiv, mit viel Energie, eine wunderbare Künstlerin, schreibt uns Gisela. Ich freue mich, Sie live zu sehen und zu hören. Alles Gute und alles Glück dieser Welt für Frau Kelly. Danke, gleichfalls. Danke. Dann doch noch mal sagen, wann kann man dich denn sehen live auf der Bühne? Also wir haben zwei Konzerte jetzt im Herbst, aber die große Tour ist nächstes Jahr. Mhm. Genau. Und dieses Jahr bin ich auf Promotour, also Fernsehauftritte. Geht das denn, oder? Ja, natürlich, ja. Also das können wir auf jeden Fall machen, diverse Fernsehshows. Wir waren jetzt vor kurzem bei MoMA, aber das darf ich nicht laut sagen. Das war das ZDF-MoMA. Oh. Ach, alles in Ordnung. Aber nächstes Mal komme ich bei euch, wenn ihr mich einlädt. Ja, also da du bist auf jeder Seite herzlich willkommen. Genau. Du stehst ja auch wieder mit den Geschwistern auf der Bühne, nicht mit allen. Aber da gibt es jetzt Ende des Jahres, glaube ich, noch mal eine Tour, oder? Das ist richtig, ja, genau. Mit Kelly Family bin ich nach wie vor. Ich liebe meine Geschwister, auch wenn wir uns manchmal wirklich zanken und die mich auf die Nerven gehen. Wir sind überall in jeder Familie, glaube ich. Genau, wir sind auf große Arena-Tour in ganz Deutschland. Und ja, wir hoffen sehr, dass die Corona-Situation sich beruhigt. Ja, da drücken wir alle ganz doll die Daumen. Patricia, herzlichen Dank für deinen Besuch. Schön, dass du da warst. Danke an WDR und euch für die Einladung. Vielen Dank für den Support. Ja, sehr gerne. Dass ihr für die Kunst und die Künstler tut. Danke. Das machen wir sehr gerne und wir freuen uns, wenn du auch wiederkommst. Grüß deine Geschwister auch von uns. Und wir sagen auch Dankeschön fürs Zuschauen.